Hi, hi, ich bin Monday Morning und heute bringe ich euch wieder Deutsch mit dem Spiel Minecraft bei. Viel Spaß! Heute werden wir unser Haus neu gestalten. Wir haben es ja mit ganz vielen verschiedenen Hölzern gebaut. Und heute werden wir es schöner machen. Wir werden es aus einem einzelnen Holz machen. Und wir werden Fenster einbauen und uns Glas dafür herstellen. Das heißt, wir müssen uns zuerst das richtige Werkzeug zusammenstellen. Und alles hier sortieren. Das Fleisch, das wir noch im Inventar haben, können wir hier braten. Wir brauchen dafür nur mehr Kohle. Haben wir noch Kohle? Ja. Mehr Kohle für uns. Wir haben eine Schaufel dabei und mit der Schaufel können wir jetzt Sand holen. Sand findet man hier am Strand. Das heißt, wir gehen Richtung Wasser und bauen hier an der am Flussufer ein wenig Sand ab. Haben wir alles? Nein, hier ist noch ein bisschen Sand. Und hier ist noch ein bisschen Sand. Dann gehen wir wieder in unser Haus und schlafen. Da ich immer noch nicht gut mit Monstern umgehen kann. Dann braten wir den Sand. Wir verarbeiten den Sand zu Glas. Es reicht wahrscheinlich erstmal die Hälfte von dem Sand. Und als nächstes machen wir uns noch eine zweite Axt, mit der wir anfangen können, noch mehr Bäume zu fällen. Und wir brauchen mehr verschiedenes Holz, um unser Haus zu gestalten. Ich würde sagen, wir machen den Boden aus dem dunklen Fichtenholz, machen hier Pfeiler mit Eichenholzstämmen. Und belassen das meiste von dem Haus in Birkenholz. Und das Dach machen wir aus Eichenholz. Das heißt, ich sammle jetzt mal ein wenig Holz. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Im Schnee wachsen Kürbisse. Das sind wildgewachsene Kürbisse. Wir haben Kürbisse auch bei uns im Feld angebaut, aber die sind noch nicht gewachsen. Die hier sind schon ausgewachsen. Also nehmen wir sie mal alle mit. Ich habe einiges an Holz gesammelt. Ich habe ein wenig Birkenholz gesammelt. Ich habe Eichenholz gesammelt und Fichtenholz gesammelt. Im Haus sollte auch das Glas fertig geschmolzen sein. Oder zumindest einiges an Glas sollte schon fertig sein. Mit dem Glas können wir jetzt Glasscheiben machen. Mit den Glasscheiben haben wir mehr Glas, das wir als Fenster verwenden können. So. Dann fangen wir mal an, unser Haus zu renovieren. Wenn man ein Gebäude nicht neu baut, sondern umbaut, um es schöner, neuer und besser zu machen, nennt man das Renovieren. Und das werden wir heute tun.
für euch wird das Ganze natürlich schneller gehen, da ihr mir nicht alle beim Bauen zuschauen müsst. Einen Gegenstand, den ich mir jetzt baue, um leichter auf das Dach zu kommen, ist eine Leiter. Leiter macht man hier aus Stöcken. Und ähnlich wie eine Treppe kann man die verwenden, um an höher gelegene Orte zu kommen. Wir brauchen nur ein paar Stöcke und dann können wir uns eine Leiter machen. Eine Treppe ist, wenn man hier ein paar Blöcke hernimmt, wie zum Beispiel jetzt die Erdblöcke und hier einfach mit Stufen hochklettert, während eine Leiter gerade nach oben gebaut wird. Man kann einfach hochklettern. Ich habe jetzt ein paar Eichenholztreppen hergestellt. Das sind Treppenblöcke, mit denen wir jetzt das Dach bauen werden. Das, was ich hier gerade tue, das nennt man Dachdecken. Und das machen Leute als Beruf und die nennt man dann Dachdecker. Ich bin gerade ein Dachdecker. Unser Dach ist fertig. Jetzt können wir die Fenster einsetzen. Die Glasscheiben setzen wir hier in den Rahmen. Dann haben wir ein Fenster eingebaut. Hier bauen wir ein großes Fenster ein, damit wir unser Feld, unsere Beete hier hinten beobachten können. Und hier machen wir noch ein kleines Fenster hin. Erde, die ich verwendet habe, um das Dach besser bauen zu können, können wir abbauen. So, jetzt fehlt nur noch der Boden. Ich verlege jetzt noch unseren Boden. Und dann sind alle Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Dann sind wir mit dem Renovieren von unserem Haus fertig. Eine Tür fehlt noch. Ich glaube, wir machen eine Fichtenholztüre. Wo sind denn die Türen? Ja, ich denke, wir machen eine Fichtenholztüre. Wir setzen die Tür noch ein. Und bauen wieder Fackeln an unser Haus. Dass wir vor Monstern geschützt sind. Und nehmen Max wieder ins Haus mit. Max, kommst du mit? Komm mit. Habe ich noch einen Knochen? Vielleicht mag er auch Fleisch. Hast du Fleisch? Komm rein. Hier,
Komm lang. Komm hier lang. Komm hier. Komm, sei brav. Kommst du nicht durch die Türe? Komm mit. Magst du mein Fleisch nicht haben? Folgst du mir damit nicht? Kriegst ein Fleisch. Und dann darfst du dich hinsetzen. Und dann schaue ich mal, ob ich dich reinschieben kann. Und die Türe kommt wieder hin. Und Max darf wieder hier in der Ecke sitzen. Schaut mal, wie schön der Sonnenuntergang hier aus dem Fenster ist. Schöne Abendrot. Der Himmel ist rot und es ist Abend. Deswegen nennen wir das Abendrot, wenn die Sonne untergeht. Sieht sehr schön aus. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.